Ihre nächsten Anschlüsse ICE 370 nach Berlin Ostbahnhof über Offenburg. Abfahrt 10.57 Uhr von Gleis 1 RB nach Offenburg über Denzlingen. Abfahrt 11.02 Uhr von Gleis 2 und ICE 275 nach Interlaken Ost über Basel. Abfahrt 11.02 Uhr von Gleis 3. Gleis 4, Einfahrt RB von Offenburg. Ankunft 10.56 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, Einfahrt nach Seebruck über Hinterzarten. Mit S11 nach Neustadt über Hinterzarten. Abfahrt 11.10 Uhr. Zug wird in TTC geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Breisach. Abfahrt 11.02 Uhr von Gleis 6. Direkt gegenüber S11 nach Endingen am Kaiserstuhl. Abfahrt 11.02 Uhr von Gleis 6. Direkt gegenüber und RE nach Basel SBB über Bad Krozingen. Abfahrt 11.18 Uhr von Gleis 3. Gleis 6 steht S1 nach Breisach über Hugstetten mit S11 nach Endingen am Kaiserstuhl. Abfahrt 11.02 Uhr. Zug wird in Gottenheim geteilt. Gleis 5, Einfahrt S10 von Villingen, weiter als S10 nach Villingen. Abfahrt 11.40 Uhr. Bitte beachten Sie, der hintere Zugteil endet hier. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt RE nach Offenburg über Denzlingen. Abfahrt 11.28 Uhr. Bitte beachten Sie, an diesen Zug wird in Kürze ein weiterer Zugteil angehängt. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt ICE 74 nach Kiel, Hauptbahnhof über Baden-Baden. Abfahrt ursprünglich 11.49 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt ICE 108 nach Köln Hauptbahnhof über Karlsruhe. Abfahrt 11.56 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und G. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 71 nach Chur über Basel. Abfahrt 12.13 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Gleis 4, Einfahrt RB von Basel. Ankunft 12.18 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu S2 von Bleibach. Ankunft 12.23 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 3, Einfahrt RE nach Basel-Badischer Bahnhof über Bad Krozingen. Abfahrt 12.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt RE nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Lahr. Abfahrt ursprünglich 12.45 Uhr. Bitte beachten Sie, an diesen Zug wird in Kürze ein weiterer Zugteil angehängt. Vorsicht bei der Einfahrt. Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.
Ihre nächsten Anschlüsse EC7 nach Interlaken Ost. Abfahrt 12.50 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 3. ICE 278 nach Berlin Ostbahnhof über Offenburg. Abfahrt 12.57 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 1 und ICE 277 nach Basel SBB über Basel. Abfahrt 13.02 Uhr von Gleis 3. Information zu ICE 278 nach Berlin Ostbahnhof über Offenburg. Abfahrt 12.57 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 1 Einfahrt EC 8 nach Hamburg-Altona über Baden-Baden. Abfahrt ursprünglich 13.04 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE nach Basel-Badischer Bahnhof. Abfahrt 13.17 Uhr von Gleis 3. RE nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Abfahrt 13.27 Uhr von Gleis 1 und SL nach Endingen am Kaiserstuhl über Hugstetten. Abfahrt 13.32 Uhr von Gleis 6. Gleis 6, Einfahrt S1 nach Breisach über Hugstetten. Mit S11 nach Endingen am Kaiserstuhl über Hugstetten. Abfahrt 13.32 Uhr. Zug wird in Gottenheim geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse S11 nach Kirchzarten. Abfahrt 13.32 Uhr von Gleis 7. Direkt gegenüber S2 nach Elzach. Über Freiburg-Herdern. Abfahrt 13.34 Uhr von Gleis 5 und S10 nach Villingen über Titisee. Abfahrt 13.40 Uhr von Gleis 8. Gleis 7 Einfahrt S1 nach Kirchzarten mit S11 nach Kirchzarten. Abfahrt 13.32 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt ICE 106 nach Köln Hauptbahnhof über Karlsruhe. Abfahrt 13.56 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt C, D und G. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt S2 von Elzach, weiter als S2 nach Bleibach. Abfahrt 15.11 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 276 nach Berlin Ostbahnhof über Offenburg. Abfahrt 14.55 Uhr von Gleis 1. EC9 nach Zürich über Basel. Abfahrt 14.55 Uhr von Gleis 3 und RB nach Offenburg über Denzlingen. Abfahrt 15.02 Uhr von Gleis 2. Information zu ICE 279 nach Basel SBB über Basel. Abfahrt 15.02 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an einem Signal. Gleis 1 Einfahrt EC 6 nach Hamburg-Altona über Karlsruhe. Abfahrt 15.10 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt ICE 70 nach Hamburg-Altona über Baden-Baden.
Abfahrt 15.49 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Information zu ICE 204 nach Dortmund Hauptbahnhof über Offenburg. Abfahrt ursprünglich 15.56 Uhr mit ICE 104 nach Amsterdam Zentral über Karlsruhe. Abfahrt ursprünglich 15.57 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A, D und E. Information zu ICE 204 nach Dortmund Hauptbahnhof über Offenburg mit ICE 104 nach Amsterdam Zentral. Abfahrt 15.56 Uhr. Heute circa 5 Minuten später, heute nur bis Köln Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Heute ohne Halt in Solingen, Wuppertal Hauptbahnhof, Hagen und Dortmund. Information zu ICE 104 nach Amsterdam Zentral über Karlsruhe. Abfahrt ursprünglich 15.57 Uhr mit ICE 204 nach Dortmund Hauptbahnhof über Offenburg. Abfahrt ursprünglich 15.56 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A, D und E. Information zu ICE 104 nach Amsterdam Zentral über Karlsruhe mit ICE 204 nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt 15.57 Uhr. Heute circa 5 Minuten später, heute nur bis Köln Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Heute ohne Halt in Solingen, Wuppertal Hauptbahnhof, Hagen und Dortmund. Gleis 1 Einfahrt ICE 104 nach Amsterdam Zentral über Karlsruhe. Abfahrt ursprünglich 15.57 Uhr mit ICE 204 nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 15.56 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A, D und E. Zug wird in Köln Hauptbahnhof geteilt. Heute nur bis Köln Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Heute ohne Halt in Solingen, Wuppertal Hauptbahnhof, Hagen und Dortmund. Vorsicht bei der Einfahrt.